Heute gibt es, wie bereits angekündigt, ein kurzes Video, in dem ich euch zeige, wie ihr an der Canon EOS 80D den manuellen Weißabgleich durchführen könnt. Grundsätzlich können Digitalkameras den Weißabgleich selbst, also automatisch, durchführen. Wenn man aber sicher gehen möchte, dass die Farben aufgrund der vorhandenen Lichtsituation so naturgetreu wie möglich rüberkommen, dann ist es besser, den Weißabgleich manuell durchzuführen. Wenn euch das also interessiert, so ganz nach meinem Motto, lerne und verstehe deine Kamera, dann bleibt dran, nach dem kurzen Intro geht's los. Und damit herzlich willkommen auf meinem Kanal zu diesem neuen Video. Was bedeutet Weißabgleich eigentlich? Das bedeutet, dass die Digitalkamera aufgrund des vorhandenen Lichts oder der vorhandenen Farbtemperatur des Lichts entsprechend eingestellt wird. Und das macht sie entweder selbst, wenn AWB, also automatischer Weißabgleich, eingestellt ist, oder das könnt ihr manuell selbst machen. Und da ist es wie überall, je genauer jetzt in dem Fall der Weißabgleich eben ist, desto naturgetreuer, natürlicher werden die Farben wiedergegeben und es kommt zu fast keinen Farbverfälschungen. Wer in RAW fotografiert und seine Fotos nachbearbeitet, der kann den Weißabgleich im Bildbearbeitungsprogramm danach auch noch einstellen. Ich mache das aber am liebsten gleich vor Ort. Das heißt, ich führe in vielen Fällen einen manuellen Weißabgleich durch, dass ich es halt danach ein bisschen einfacher habe. Wie genau das funktioniert, das Erstellen oder das Durchführen des manuellen Weißabgleichs an der Canon EOS 80D, das schauen wir uns jetzt an. Für den manuellen Weißabgleich ist es wichtig, dass man ein Referenzfoto hat. Das Referenzfoto kann man auf zwei Arten machen. Zum einen, man fotografiert ein weißes Blatt Papier ab, das ist aber eher ungünstig. Und zum anderen, und die bessere Variante, stellt eine Graukarte dar, so eine oder so eine ähnliche, wie ich sie hier habe. Das ist jetzt eine Graukarte, die ist so ein Metallrahmen, der ist bespannt mit so einem Stoff und den kann man auch schön wunderbar zusammenfalten. Deswegen ist mir der immer ganz recht und ist auch relativ groß. Und diese Graukarte hat also diese Beschichtung mit diesem mittleren Grau. Und damit werde ich jetzt mein Referenzfoto machen. Wichtig dabei ist es, dass die Graukarte dann natürlich auch von dem Licht, das für das eigentliche Foto dann verwendet wird, auch angestrahlt wird bei der Aufnahme des Referenzfotos. Deswegen werde ich diese Graukarte jetzt hier vor den Vasen postieren, indem ich die jetzt einfach mal so dahin stelle und anlehne. Und so mache ich jetzt mein Referenzfoto. Und alles Weitere sehen wir dann am Display, wie man dann mit diesem Referenzfoto den manuellen Weißabgleich einstellt. Ihr seht das Display der EOS 80D und momentan seht ihr auch am Display hier steht das Ganze auf AWB, also auf automatischen Weißabgleich. Das ist für die Aufnahme des Referenzfotos völlig unerheblich, welche Position hier eingestellt ist. Ich schalte mal in den Live View, dass ihr auch seht, was die EOS 80D sieht in dem Moment, und zwar ist das die Graukarte. Die habe ich ja jetzt gerade eben vor diese drei Vasen gestellt und da werden wir jetzt auch mal unser Referenzfoto machen. Das heißt, ich zoome jetzt erstmal so auf die Referenzkarte, dass sie bildschirmfüllend abgebildet ist. So. Und machen jetzt einfach mal ein Foto. Mit welchen Einstellungen ihr dieses Foto macht, ist eigentlich egal an der Stelle. Wichtig ist nur eben, dass die Graukarte in dem Fall bildschirmfüllend abgebildet ist. Also das Referenzfoto wäre schon mal im Kasten. Jetzt müssen wir die EOS 80D nur noch dazu bringen, dieses Referenzfoto auch für die Aufnahme des eigentlichen Fotos zu verwenden, also diese Parameter dieses Referenzfotos auch zu verwenden. Dazu gehen wir an der EOS 80D über die Menütaste ins Menü und gehen hier auf die zweite Seite und gehen mit dem Multifunktionswahlrad nach unten, bis wir am Eintrag Custom WB angelangt sind. Der Custom WB sagt schon das Wort. Das sind eben diese individuellen Einstellungen für den Weißabgleich. Das wählen wir an mit der Set-Taste und landen da automatisch in der Bildwiedergabe. Das heißt, das ist nichts anderes, als würdet ihr euch eure gemachten Fotos, eure aufgenommenen Fotos hier mit der Play-Taste an der EOS 80D anschauen. Genau in dem Bereich sind wir jetzt hier. Ich kann da mal eins zurückklicken. Das ist ein Testfoto von vorhin und klick mal eins vor. Das ist ein Foto aus dem Urlaub. Also wir befinden uns letztendlich hier in der Play-Funktion
und müssen jetzt das von uns aufgenommene Referenzfoto suchen. Ich habe es jetzt hier schon da. Ihr seht es am Display, die Graukarte. Und müssen dann die Auswahl mit Set bestätigen. Ihr seht es auch hier unten am Display. Das ist also rechts hier das Zeichen für den manuellen Weißabgleich, das Symbol hier. Und hier links nebendran bedeutet, wir bestätigen die Auswahl dieses Referenzfotos dann mit der Set-Taste. Das mache ich jetzt auch mal, drücke die Set-Taste an der EOS 80D. Dann bekommen wir nochmal den Hinweis, dass die Weißabgleichsdaten genau dieses Bildes für Custom-WB verwendet werden. Das heißt, alle Fotos, wenn ich jetzt auf OK klicke, werden alle Fotos, die wir dann aufnehmen, mit den Referenzdaten der fotografierten, unter den Lichtbedingungen fotografierten Graukarte aufgenommen. Das mache ich mal. Ich gehe nach rechts und klicke OK. Und da kriegen wir jetzt nochmal den Hinweis, dass wir noch einen Schritt machen müssen, nämlich wir müssen im Weißabgleichmenü diesen Bereich hier auswählen und einstellen. Das ist nämlich der manuelle Weißabgleich, wie bereits erwähnt. Das bestätigen wir. Das ist jetzt nur mal eine Info, die wir bestätigen. Okay. Und dann können wir gleich einen Eintrag höher gehen in den Bereich Weißabgleich. Und da sehen wir, dass momentan die Einstellung noch auf AWB steht, also Automatic White Balance oder automatischer Weißabgleich. Das müssen wir ändern. Dazu betätigen wir die Set-Taste. Und jetzt haben wir hier auch schon unsere voreingestellten Belichtungsmuster, die Canon EOS 80D anbietet für den Weißabgleich. Brauchen wir alles nicht. Wir müssen jetzt zu diesem Piktogramm hier, wie wir gelernt haben, bedeutet das den manuellen Weißabgleich. Ihr seht es auch nochmal hier oben, wird es angezeigt manuell. Wir bestätigen das mit der Set-Taste und können jetzt über die Menütaste raus aus dem Menü. Und jetzt ist die Referenz oder jetzt sind die Referenzwerte praktisch gespeichert und werden für die nächsten Fotos, die ihr aufnehmt, verwendet. Und genau so lange auch verwendet, bis ihr den Weißabgleich wieder selbst entweder auf AWB stellt oder auf irgendeinen anderen Wert stellt. So lange werden eben die Referenzwerte der Graukarte verwendet. Daran müsst ihr auch denken. Das heißt, wenn sich die Lichtsituation ändert, dann müsst ihr daran denken, auch den Weißabgleich wieder entsprechend entweder manuell anzupassen oder eben einen voreingestellten Wert wieder zu verwenden. In der Regel wird es AWB sein, der automatische Weißabgleich. Jetzt werden wir unseren Bildausschnitt mal ändern, sodass wir die drei Wäschen schön im Bild haben und auch den Hintergrund im Bild haben. Ich würde jetzt mal fokussieren auf diese Vase da in der Mitte. Und jetzt werden wir mal mit dem manuellen Weißabgleich, mit den Werten des manuellen Weißabgleichs ein Foto machen. Um einen direkten Vergleich zu haben, mache ich jetzt auch gleich noch ein Foto mit dem automatischen Weißabgleich. Dazu drücke ich hier im Live View die Q-Taste und dann haben wir hier oben auch schon das kleine Piktogramm für den Weißabgleich, momentan noch auf manuell eingestellt und bekommen jetzt hier unten am Display angezeigt die mögliche Auswahl. Dazu klicken wir vor und gehen auf AWB, automatischer Weißabgleich, bestätige das entweder mit der Set-Taste oder drücke den Auslöser halb, sodass das praktisch eingestellt ist. So, der automatische Weißabgleich. Ich mache da auch ein Foto und das Ganze werden wir uns jetzt nochmal bildschirmfüllend hier im Video anschauen, sodass ihr den Unterschied seht. Ich rufe es aber jetzt auch gleich mal hier in der Vorschau auf, über die Play-Funktion an der EOS 80D. Und ihr seht schon, ich gehe jetzt zuerst mal auf den automatischen Weißabgleich und ihr beobachtet ganz einfach mal den blauen Hintergrund, wie der sich gleich verändert. Es sind zwar relativ minimale Änderungen, aber dennoch ergibt sich hier eine Farbveränderung. Das ist jetzt, wie gesagt, der automatische Weißabgleich, den die EOS 80D selbst ermittelt und durchführt. Und jetzt kommt der manuelle. Und ihr seht, die Farben werden nochmal ein bisschen satter, ein bisschen naturgetreuer, so wie es auch tatsächlich eben ausschaut. Ich mache nochmal, ich springe nochmal rüber auf den automatischen Weißabgleich. Und jetzt nochmal auf den manuellen. Und ihr seht, die Farben leuchten mehr, die Farben kommen viel besser zur Geltung. Ihr seht es auch an den Vasen. Manuell. Automatisch. Ja, das soll es auch schon wieder gewesen sein mit dem heutigen Kurzvideo über den manuellen Weißabgleich an der Canon EOS 80D.
Ich kann das nur jedem empfehlen, das auch mal zu versuchen. Also nicht immer die Einstellung auf AWB zu lassen, also die Kamera den Weißabgleich selbst durchführen zu lassen, sondern zum einen auch mal mit den vorgegebenen Einstellmustern hier zu arbeiten oder im günstigsten Fall natürlich auch den manuellen Weißabgleich mit einer Graukarte hier durchzuführen. Und ich verwende den ziemlich oft und fahre damit immer am besten, muss ich sagen, mit dem manuellen Weißabgleich. Wenn ihr Fragen noch dazu habt zum manuellen Weißabgleich hier an der 80D, dann gerne in die Kommentare damit. Ich versuche das alles zu beantworten, wie immer. Wenn das Video hilfreich und interessant für euch war, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Das würde mich freuen. Nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren und zusätzlich nicht vergessen, auf das Glockensymbol zu klicken, weil dann versäumt ihr auch tatsächlich keines meiner Videos. In diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.